Heute geht es beim Brotcheck, wie ihr es wahrscheinlich schon wisst, um den Burger Zoo in Arnheim in den Niederlanden. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Der Zoo hat nämlich mehrere Themenbereiche, also Areale, zum Beispiel Burgers Busch, Burgers Desert und so weiter. Diese wollen wir euch jetzt im Detail vorstellen. Beginnen tun wir mit Burgers Park. Dieser ist wie ein normaler Zoo gegliedert und bietet keine besonderen Strukturen der Themen der Tiere zu ihrem einzelnen Lebensraum. Einfach ist alles nur miteinander. Hier gibt es zum Beispiel Elefanten oder auch Pinguine. Das Highlight von Burgers Park ist mit Sicherheit der Elefant. Wie in allen Zoos sind diese immer sehr beliebt. Die asiatischen Dickhäuter sind hier, wie ich schon sagte, mit den kleinen Ohren, also asiatische Elefanten. Ja, und das ist auch ganz nett. Die Anlage ist auch okay und die Besucher haben einen stets einen Anhang zu den Elefanten. Die sind sehr beliebt, sieht man ja oder hört man besser. Einen Tag vor unserem Besuch eröffnete diese Anlage. Hierbei handelt es sich um eine Nasenbären-Totenkopf-Anlage. Die beiden Tiere aus Südamerika kann man hier hautnah beobachten. Man sieht sie mit etwas Glück auch beim Toben, wie diese Totenkopfaffen. Ich persönlich habe den Nasenbär noch nicht entdeckt und suche jetzt mal. Ein älteres Gehege befindet sich gegenüber. Hier wohnen Erdmännchen. Auch die Lemurenanlage ist recht neu. Sie kommt in einer typischen Erlebniszoo-Optik daher. Es gefällt mir und die Anlage ist echt gut geworden und stellt toll den Lebensraum Madagaskars nach. Denn wer weiß, wohnen Katas ja nicht im Dschungel wie bei King Julian. Nein, sie bevölkern eigentlich Dornenwälder. Und das fängt diese Anlage super auf. Denn hier gibt es sogar einige Dornenpflanzen. Teilen tun sich das Gehege mit den schwarzen Makis. Ach übrigens, kleine Korrektur. Katas, wie ihr vielleicht wisst, bevölkern natürlich nicht Dornenwälder, sondern Trockenwälder. Dornenwälder, das sind die Sefakas. Aber auch Trockenwälder haben die ein oder andere Kaktee zu bieten. In Burgers Park kann man auch Sri Lanka-Leoparden beim Klettern beobachten. Diese sind recht scheu und gewähren einen seltenen Einblick. Doch wenn ist dieser atemberaubend. Ein etwas invasives Gehege erwartet die Besucher mit Burgers Busch. Die extrem große Tropenhalle ist unfassbar. Sie gehört in die Liste der drei größten Tropenhallen Europas und befindet sich hier neben Leipzig und Zürich an. Also neben Gondwanaland und dem Asuala-Regenwald. Da diese Konkurrenz auch sehr groß ist, die Begröße doch sehr beachtlich. Burgers Busch präsentiert eine riesige Freiflughalle und einige kleinere Gehege mittendrin. Zum Beispiel hier die Fische. Viele freifliegende Vögel sorgen für ein modernes Ambiente. Man sollte auf jeden Fall die Augen offen halten. Diese Anlage ist für eine etwas ältere Tropenhalle noch wirklich gut wie neu. Man glaubt kaum, dass sie schon etwas älter ist und zu den älteren Anlagen des Zoos gehört. Und auf jeden Fall kann sie sich deutlich sehen lassen. Der Busch ist auf jeden Fall ziemlich groß. Auch viele Pflanzen gibt es hier. Sehr viele Pflanzen. Zu den besonderen Tieren im Burgers Busch zählen auf jeden Fall die Erdferkel. Diese sind nicht sehr selten. Sind auf jeden Fall selten in Zoos anzutreffen. Burgers Zoo züchtet sie auch erfolgreich. Man sieht sie aber auch in anderen Zoos, wie zum Beispiel Köln. Über einen Tunnel gelangt man in das nächste Areal. Hier sind uns zum Beispiel Fledermäuse zu sehen. Bei diesem Areal handelt es sich um Burgers Desert. Die beeindruckende Wüstenhalle ist ziemlich groß geworden und überzeugt mit großen und modernen Anlagen. Hier finden zum Beispiel die im Wild zu sehenden Halsband-Vicaris hier zu Hause. Bei diesen Schweinen handelt es sich um Tiere aus Nord- und Südamerika. Sie bewohnen neben der Wüste auch noch den Dschungel. Aber nicht nur das. Neben den Anlagen gibt es hier auch einige freifliegende Tiere. Zum Beispiel die im Bild eingeblendeten Truthahngeier. Aber auch andere Vögel kann man hier live in der Halle sehen. Das ist echt schon beeindruckend. Und die Vögel fliegen teilweise direkt über deine Köpfe. Wow! Weitere Bewohner der Halle sind unter anderem Kaninchen-Eulen, Socorro-Tauben und Dickhornschafe. Das Highlight für viele und wahrscheinlich auch für uns ist trotzdem Burgers Ocean. Das unfassbare Aquarium ist richtig groß geworden und führt einen von der Wasseroberfläche bis in die weiten Tiefen der Meere. Das ist echt erwähnenswert, da sind auch sehr viele Fische. Vom kleinen Doktorfisch bis zum riesigen Hammerhai gibt es hier zu finden. Highlight im Highlight. Die große Panoramascheibe sorgt bei den Besuchern für faszinierende Blicke.
Surfers Ocean mit ganz vielen Rochen, darunter auch Adlerrochen, Fischen und einem Unterwassertunnel. Im Burger Safari taucht man in die weiten Afrikas ein. Unter anderem erwartet den Besucher hier ein großzügig gestaltetes Savannenareal mit vielen Tieren, Nashörnern, Giraffen, Zebras und so weiter. Auch auf Löwen und Geparde kann man in dieser Erlebniswelt treffen. Die Gehege sind groß gestaltet und sind gut geworden. Burger Safari ist das weitläufigste Areal des Zoos. Wie überall in Burgers Zoo gibt es auch hier Infotafeln, die über einzelne Tiere oder deren Bedrohung informieren. Diese sind an manchen Stellen, zum Beispiel den Löwen oder Geparden, etwas üppiger gehalten. Bei den Nashörnern halten sie sich in Grenzen. Aber es ist trotzdem sehr gut geworden. Die Tafeln sind auf Holländisch, aber ein Teil ist auch auf Deutsch oder Englisch. Demnach ist mit multikulturellen Sprachen nicht zu kämpfen. Burgers Park ist in zwei Teile gegliedert. Der eine findet, wie eben schon vorgestellt, am Eingang. Der andere ist zwischen Mangrove und Safari. In diesem gibt es Kängurus, aber auch Menschenaffen zu finden. Auch einige Vögel finden hier ihr Zuhause. Die jüngste Welt in Burgers Zoo ist Burgers Mangrove. Hierbei handelt es sich um eine Tropenhalle, die vorwiegend Tiere rund um Mangroven-Thematik beherbergt. Dabei wird das Thema durch einige künstliche Mangroven, aber auch große Seen gut aufgegriffen. Aber auch echte Mangroven sind hier zu finden. Also haltet die Augen offen, denn auch einige Vögel durchfliegen die Halle. Bei unserem Besuch hatten wir Glück, denn die Stars der Halle, die Seekühe, hatten ein kleines Jungtier zu bieten. Dieses ist ziemlich süß. Karibik-Manatis, wie man Seekühe auch nennt, oder zumindest diese Spezies, leben vorwiegend, wie der Name es schon sagt, in der Karibik. Dort in Mangroven. Das passt ja perfekt zu Burgers Mangrove, oder? In Burgers Mangrove können die Besucher aber auch ein großes Becken mit Winkerkrabben und Fallschwanzkrebsen entdecken. Das sorgt für tolle Momente und man muss die Kleinen auch erstmal suchen. Aber wenn man sie dann gefunden hat, kann man sie umso länger beobachten. Winkerkrabben haben ihren Namen, weil die Männchen zum Mund mit ihren Scheren winken, um Weibchen anzuwerben. Die spiegelt sich im Namen wieder, da es eine sehr besondere Eigenschaft ist und auch eine sehr häufig zu beobachten. In Burgers Mangrove teilen sich das große Gehege mit Fallschwanzkrebsen. Diese Tiere leben schon seit der Urzeit und sind extrem alt. Es gibt sie auch in anderen Zoos, wie zum Beispiel Leipzig. Highlight in Burgers Mangrove ist mit Sicherheit die große Panoramascheibe, von der aus man Seekühe beobachten kann. Unter Umständen kommen diese auch recht nah. Da die Seekühe bei meinem Besuch leider etwas weiter hinten waren und das zu ihm gespiegelt hat, ist die Aufnahme jetzt nicht ganz gut geworden. Schade. Auch viele Schmetterlinge fliegen in Burgers Mangrove herum. Zum Beispiel dieser hier. In einem Brutkasten züchtet Burgers Zoo die Schmetterlinge auf. In einem Waldpfad kommt man den Schmetterlingen ziemlich nahe. Hier gibt es auch einige Bäche. 2008 eröffnete Burgers Zoo die Rimba. In Burgers Rimba gibt es vorwiegend asiatische Tiere zu sehen. Darunter zählen Sumatra-Tiger, Malaienbären oder auch Bantengs, also Rinder zum Beispiel. Hier ist der Malaienbär zu sehen. Er teilt sich seine Anlage mit dem Binturong. Die Anlage wurde großzügig gestaltet und die Bären können hier auch klettern. Hinter den Binturongs erwartet die Besucher ein großes Areal mit Bantengs, Siamangs und Mundjaks. Wie in Burgers Zoo üblich, wird auch in der Rimba auf Bedrohungen der verschiedenen gezeigten Tiere aufmerksam gemacht. Dahinter gibt es einige Terrarien. Hier gibt es zum Beispiel Waran und auch Schlangen. Die darauffolgende Anlage der Gibbons und Languren ist sehr groß geworden und bietet mit einer klassischen Voliere eine Absperrmöglichkeit. Somit können die Languren der Anlage nicht entfliehen, auch wenn das kein Grund ist. Auch wenn das nicht wirklich wahrscheinlich ist, da die Anlage echt üppig groß ist und die Languren hier genug Auslauf zum Turnen und Klettern haben. Am Ende der Rimba gibt es dann noch die zwei Sumatra-Tiger oder sind es mehr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bietet es hier ein beeindruckendes Areal, das die zwei Katzen als Könige durchstreifen. Die Anlage ist groß gehalten und bildet für die auf Sumatra heimischen Katzen einen guten Lebensraum. Sumatra-Tiger sind die kleinsten Tiger, aber zählen trotzdem noch zu den größeren Raubtieren der Erde. Fazit:
Bürgers Zoo bietet eine recht zukunftsweisende und toll gestaltete Anlage. In modernen Anlagen wie der Mangrove, dem Busch, aber auch dem Desert oder Ocean findet sich wirklich für jeden was. Klar, ein holländischer Zoo ist für viele schon weit weg, aber die Reise lohnt sich alle Male. In Arnheim werdet ihr fündig. Hier, in einem der wahrscheinlich tollsten Tierparks weltweit. Das muss man einfach sagen. Weitere Infos wie genaue Öffnungszeiten solltet ihr auf jeden Fall auf der Park-Homepage einsuchen, denn diese sind die in fast allen Zoos saisonabhängig. Also was stört euch noch von einem Besuch? Dann viel Spaß im Bürgers Zoo. Und die letzten Worte, die sind eigentlich immer normal. Und zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hattet ihr es nicht, einen Daumen nach unten. Kommentiert auch fleißig und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns. Das würde uns sehr freuen. Danke!